Denn siehe, ich will etwas Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Genial. In unserer nächsten Geschichte geht's um Tulpen und Krokusse und ganz viele andere tolle Frühlingsblumen. Blumenfreuden. Kiki und Leonie haben letztes Jahr viele verschiedene Blumenzwiebeln eingepflanzt. Tulpen, Narzissen, Krokusse und Schneeglöckchen. Es war spannend zu sehen, wie aus der Erde zuerst kleine grüne Spitzen hervorkamen, die sich in Blätter und Stiele mit Knospen verwandelten. Die Schneeglöckchen haben zuerst geblüht. Sie waren klein und zart und sahen ganz toll aus. Die Narzissen, Tulpen und Krokusse wuchsen höher und blühten etwas später. Kiki fand es total spannend zu schauen, welche Blüten welche Farbe haben. Als alle Blumen blühten, sah der Garten richtig schön aus. Leonie und Kiki waren richtig stolz auf die Blumen. Doch nach kurzer Zeit waren die Blumen verblüht. Übrig blieben nur noch die Stängel, die irgendwann auch verwelkt waren. Oh, Kiki war enttäuscht. Sie hatte so lange gewartet, bis sie sich über die Blumen freuen konnte. Und dann waren sie so schnell verblüht. Oh. Sie hat auch keine Lust mehr, dieses Jahr wieder welche zu pflanzen. Doch als sie heute von der Schule nach Hause kommt, sieht sie, wie kleine grüne Spitzen aus der Erde schauen. Und noch viel mehr als letztes Jahr. Schon ein paar Tage später gibt es einen richtigen Teppich aus Krokussen im Garten. Auch die Tulpen und Narzissen zeigen sich. Die Blumen sind letztes Jahr nicht nur über der Erde, sondern auch unter der Erde weitergewachsen. Viele neue Blumenzwiebeln sind entstanden, die jetzt herrlich blühen. Dieses Mal ist Kiki nicht ganz so traurig, als die Blüten verwelken. Sie weiß, dass sie nächstes Jahr wieder da sein werden. Sogar noch mehr. Gott hat ganz viele tolle Dinge erschaffen. Zum Beispiel Blumen in ganz vielen verschiedenen bunten Farben, die im Frühling oder im Sommer blühen. Kiki war richtig stolz auf ihre Blumen, die sie letztes Jahr im Frühjahr gepflanzt hat und die dann so schön gewachsen sind. Und dann war sie natürlich enttäuscht, als sie so schnell wieder verblüht waren. Aber die Arbeit hat sich gelohnt. Gott lässt diesen Frühling die Blumen wieder erneut wunderschön aufblühen. Denn er möchte, dass wir uns immer wieder daran erfreuen. Und wisst ihr, worauf ich mich freue? Dass wir uns wiedersehen. Und zwar nicht erst nächsten Frühling, sondern schon morgen. Bis dann.